Servus zusammen, ich bin Sigi Eichhorn, bin wieder mal am Ammersee unterwegs und das Thema des heutigen Videos ist aus wenig viel machen. Und mit wenig meine ich, ich bin heute unterwegs hier am Ufer im Schilf und stehe hier nicht vor irgendwelchen Top-Fotospots, die es hier auch wirklich am Ammersee gibt, vor allem zum Sonnenuntergang. Nein, ich versuche mich hier an der Naturfotografie und suche mir gerade solche Baumstämme und Treibholz aus. Vielleicht auch Büsche, ja, die ich trotzdem gut darstellen möchte. Also, aus wenig Motiven viel machen, darum geht es heute. Alles andere habe ich hier schon probiert und umgesetzt. Und ich erwische mich echt immer häufiger, diesen Uferbereich zu erkunden, weil der einfach spannend ist. Der See verändert sich ständig, das Wasser ist heute massiv hoch. Und das gibt mir jetzt hier die Möglichkeit, diesen Baumstamm zum Beispiel einzufangen. Wenn ich mir den jetzt hier mal so anschaue, der ist sehr, sehr lang gezogen. Und hat auch markante Strukturen. Ne? Das Holz ist alt, die Rinde fällt ab. Hier ist ein schönes Loch im Baumstamm. Das ist, glaube ich, ein cooles Motiv. Hochkant vielleicht. Ich werde jetzt auch als erstes mal das 14 mm draufschrauben, weil ich der Meinung bin, damit zieht sich der Baum noch mehr in die Länge, wenn ich die Kamera ein bisschen nach unten neige. Das probiere ich jetzt mal aus und habe da mal Bock drauf, hier ein Bild zu machen. Und zwar auch aus der Hand. Und warum aus der Hand, ist auch wichtig. Schaut her, hier außenrum gibt es dieses Schilf, dieses Gras, das bewegt sich im Wind. Da möchte ich jetzt keine Langzeitbelichtung machen, weil sonst wird alles andere unruhig und unscharf. Ich möchte mich hier auf den Baum konzentrieren, das geht ganz gut aus der Hand. Das setze ich jetzt hier mal so um. Und bevor ich jetzt hier ganz wild das Fotografieren anfange, schaue ich mir die Location mal genauer an, was mich hier gerade anmacht. Zum einen ist dieses Loch hier super schön. Also das ist ein Hingucker. Und dann habe ich hier dieses V von den Ästen. Probiere jetzt die Kamera einfach mal hier so einzurichten. Und ich werde jetzt auch mal auf eine hohe Blendenzahl gehen. Auf eine F14 oder F16 sowas. Dass halt von vorne bis hinten alles einigermaßen scharf ist. Das Schöne jetzt hier auch ist, die Sonne steht zwar viel zu weit oben, aber ich habe hier Wolkenstrukturen. Das ist gar nicht so hässlich. Und dadurch, dass ich jetzt im Display nichts sehe, muss ich mit dem Sucher hier arbeiten und auch auf eine schnelle Belichtungszeit gehen. ISO 100 bin ich. Das ist echt geil. Und jetzt, wenn man durch den Sucher schaut, kann man das Bild echt gut komponieren, weil das ist mir jetzt vorhin gar nicht aufgefallen, aber hier ist ja noch so ein ganz kleiner Baumstamm, der wie so eine Führungslinie auch vor zur Spitze zeigt. Und der Baumstamm glänzt hier, weil er nass ist in der Sonne. Und wenn ich die Kamera jetzt hier in der Waage habe, ist es schon das erste coole Bild. Ich fokussiere hier in die Mitte des Baumstamms. Cool. Und der Trick ist jetzt der, ich gehe jetzt auch mal richtig nah ran hier an das Loch, fokussiere auch hier auf das Loch. Ist auch super interessant. Bam, geil. Ja, im Querformat passe ich jetzt eben auf, dass ich nichts vom Ufer drauf habe, sondern nur hier diesen Baumstamm. Und hier die Szenerie. Und in dem Fall lasse ich auch den Ast hier aus der Ecke zulaufen. Baumstamm kommt aus der Ecke. Ich bin ganz happy mit den ersten zwei, drei Bildern. Ein Drittel Himmel, der Rest ist alles Vordergrund. Hier ist zwar massiv viel los, aber ich habe trotzdem versucht, das Maximale aus diesem schlechten Motiv rauszuholen.
Zeit schauen. Wahnsinn, schon 3 Uhr. So Freunde, nach ein paar Fußminuten hier am Ufer entlang habe ich mein zweites Fotomotiv entdeckt. Das möchte ich in Szene setzen. So, und wie ihr sehen könnt, der Baumstamm liegt sehr, sehr nah am Ufer. Dahinter sieht es echt wild aus. Jetzt nähere ich mich mal dem Ding an und schau mal, was man da noch draus machen kann. Irgendwas Besonderes will ich hier generieren. So, es gibt ja hier jetzt die Möglichkeit, hier wieder in diese Richtung weitwinklig einfach zu shooten. Aber dann habe ich halt diesen Baum, der keine grünen Blätter mehr hat, im Hintergrund mit drauf. Die Uferböschung ist alles nix. Muss mir jetzt mal kurz überlegen, wie, was, wo. Ich stelle mal die Kamera kurz hin. Und ich mache es eigentlich ganz oft so, dass ich mich erstmal ohne Kamera meinem Motiv näher und schaue mir das an. Nehme mir einfach die Zeit, schaue mir es an. Und wenn ich das Bild, das Fertige vor meinen Augen sehe, dann setze ich es erst mit der Kamera um. Das hat auch den Vorteil, dadurch, dass ich schon sehr, sehr viel mit meiner 14mm Linse fotografiert habe, kenne ich den Bildausschnitt ziemlich gut und weiß auch, was dieses Objektiv kann. Das kann ich euch vielleicht auch mitgeben. Fotografiert wirklich mal eine lange Zeit nur mit einem Objektiv. Vielleicht mal 1-2 Monate nur mit dem 50er oder nur mit dem 35er, falls ihr Festbrennweiten habt. Das ist echt gut, weil irgendwann mal gewöhnt sich das Auge daran und du siehst das Motiv schon so, wie es eigentlich auf dem fertigen Bild sein soll. Oder du siehst auch, mit deinem Objektiv klappt es überhaupt nicht. Das kann auch gut sein. Das ist auch wichtig, dann zu wissen, was kann man nicht. Also wie gesagt, hier so einfach reinschuten will ich nicht. Wisst ihr, was hier aber cool ist? Das sind hier irgendwie Pilze oder mal anfassen. Klebt ein bisschen Baumharz ist das hier. Ausgetretenes altes Baumharz. Das sieht ganz cool aus. Die Sonne geht, ist genau, oh, Hilfe, nein, jetzt habe ich Wasser im Gummistiefel. Oh, Scheiße. Oh, jetzt bringe ich den Ammersee mit heim. Oh, Mist. Wisst ihr, wie das hier aussieht? Wie so ein, ich glaube, wie so ein Drachenmaul, wenn man hier von weit unten fotografiert. So ein offenes Drachenmaul. Oh, Scheiße. Erkennt ihr es auch, was ich so sehe? Das hier könnte das Auge sein und das hier das Maul. Und von weit unten fotografiert, mit so einem Blendstern hier eventuell noch, da wäre er, hätte ich hier ein gutes Motiv. Mal schauen, dass ich hier nicht wieder unter der Wasserkante stehe. So, schauen wir uns das mal an. Mit etwas Glück zeigt sich die Sonne nachher nochmal. Dann kriege ich vielleicht echt hier so einen Blendenstern hin. So. Das sieht tatsächlich aus wie so ein Drachenmaul und das hier sind die Ohren. Sau gut. Das Bild kann man so auf jeden Fall machen und das mache ich jetzt auch. Wolken schauen gut aus und ich mache das Ganze jetzt wieder aus der Hand und fokussiere jetzt hier auf dieses Baumharz, auf das Auge. Wow, geil, was ist denn das für ein lustiges Motiv? Und jetzt versuche ich den Blendstern einzufangen, ich versuche es nicht nur, ich mache es sogar. Weil ich sie gerade gut hier sehe, die Sonne. Da braucht es 2-3 Versuche, dass ich jetzt den optimalen Winkel habe. Bild muss gerade ausgerichtet sein. Bombe. Das ist es. Jetzt. Bam. Ohne Stativ, alles aus der Hand und zeige euch einfach, dass man aus wenig trotzdem was machen kann. Bei dieser Fototour wollte ich eigentlich gar kein YouTube-Video machen, weil ich mich einfach wirklich nur aufs Fotografieren konzentrieren wollte. Aber
Jetzt hat es mich doch gepackt, euch zumindest einen kleinen Teil mal zu zeigen, womit ich eben auch so meine freie Zeit verbringe, wie ich mich weiterentwickle, wie ich übe und wie meine Bilder zustande kommen. Aber wisst ihr was, wenn euch gerade so eine Art von Fotografie interessiert, schreibt es mir bitte in die Kommentare rein. Dann nehme ich euch noch öfter mit, wenn es wirklich nur um Baumstämme und Wurzelwerk und so weiter geht und keine Top-Foto-Hotspots, sondern ganz einfache Dinge, um die trotzdem gut aussehen zu lassen. Aber ein Bild kommt noch, Freunde. Diese Wurzel hier hat super schöne Strukturen, sieht so schön aus. Wahnsinn, saugut. Die fotografieren wir jetzt auch noch mal zusammen. Und dazu gebe ich euch gleich noch mal einen Tipp. Wenn ihr einen Weitwinkel habt, also 16 mm auf Vollformat oder sogar auch 14 mm, geht nah ran. Ihr könnt gar nicht nah genug an dem Motiv sein mit so einem Weitwinkel, denn nur dann entfaltet so ein Weitwinkel eigentlich so die richtige Stärke. Und ich zeige euch auch die Wirkung, wie es einfach aussieht. Und ich schnappe mir wieder mal ein 14 mm und werde das Bild aus der Perspektive hier machen. Aber nicht von hier hinten, sondern ich werde nah rangehen, dass man hier diese Strukturen sieht und hier diese Linienführung, dass man überhaupt nicht checkt, was ist das hier eigentlich? Was fotografiert der Kerl? Oh, allein schon den Look, wenn man so nah rangeht, das ist so wahnsinnig schön. Ich zeig's euch mal. Es hat eine ganz andere Wirkung, ob man dieses hässliche Ufer mit drauf hat oder man schneidet es einfach ab, geht wirklich nah ran, komplett nah ran. Dann schaue ich mir hier diese Strukturen an und den coolen Himmel. Was für ein Hammer hier. Da kann ich jetzt sogar eine Langzeitbelichtung machen, weil hier hinten wackelt nichts im Hintergrund. Sieht dann vielleicht noch spannender aus, wenn ich die Kamera dann echt so mal einrichte aufs Weitwinkel. Bam, geil. So mache ich das jetzt mit Langzeitbelichtung. Ich kann es nur immer sagen, so ein billiger L-Winkel spart einem so viel Zeit und Mühe. Oh, ist das schön. So, jetzt kommt noch der Filter drauf, also ein ND-Filter und ein Verlaufsfilter, um den Himmel ein bisschen abzudunkeln. Gerade hier für meinen 14 mm Objektiv habe ich einen Filterhalter hier von Nisi mir mal gekauft. Da kann ich 100 mm Filter einspannen und ich habe dann keine Vignette. Das ist sehr, sehr gut so. Vielleicht ist es für euch interessant, wenn ich Langzeitbelichtungen am See bei Tag mache, nutze ich hier diesen 3.0er, also den 1000-fach ND-Filter, damit ich so immer ca. 5 bis 10 Sekunden irgendwie belichten kann. Das ist mir immer ganz wichtig. So, ich bin hier auf Blende 16 und bin auf 13 Sekunden circa. Das ist fein. Der ND-Filter ist jetzt gesetzt. Jetzt kommt noch der Verlaufsfilter. Den Verlaufsfilter nehme ich jetzt einfach nur her, dass ich mehr Konturen in dem Himmel sehe, ohne noch groß Bildbearbeitung zu machen. Oh, da ist ein Fussel. Hier den guten Analblasebalg. Was vielleicht viele nicht wussten, aber die Jaworski-Jacke ist auch ein super Filterputzer. Danke nochmal Benjamin, die hast du mir von gutem Jahr geschenkt zu Weihnachten. Haha, jetzt haben wir es. Jetzt mache ich noch die 2 Sekunden Auslöseverzögerung rein, dass hier nichts verwackelt, wenn ich abdrücke. Fokussiere hier auf die Mitte des Baumstamms. 13 Sekunden, Blende 16. Jetzt wird geballert. Geil. Hey, was willst du mehr? Geil. Bam, Freunde, bam. Also ich bin mega happy, mega, mega happy und glücklich, dass ich das jetzt hier nochmal euch zeigen durfte. Wenn euch wirklich das Video gefallen hat, gebt mir gerne ein Like dafür oder hinterlasst zumindest einen Kommentar, ob ihr sowas noch öfter sehen wollt. Ich finde es schon wieder echt geil und mich erfüllt es halt echt mit Freude und Glück,
schüttet irgendwie so leichte Glückshormone aus, wenn ich hier unterwegs bin am See. Also jetzt endgültig. Bye bye. Ciao, das war's.